Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir die epische Challenge, nur Epics im Deck. Aber wir sind heute nicht allein, sondern der Fabi ist mit dabei. Hallo. Nice, das shit auf jeden Fall. So, wir schauen, dass wir heute epische Challenge machen als nur Epics. Wir schauen uns mal Fabi sein Deck an. Hey, Alter. Okay, er spielt mit. Ja, das sieht aber noch gar nicht episch aus, Fabi. Okay. Fordere einfach an und dann machen wir das. Ja, fordere ich halt an, ist okay. Später wird übrigens noch ein Video kommen über 2 Minuten oder so. Da werden wir einfach nur die Giant Chest von Lars uns gönnen. Genau. Er ändert auch jetzt schnell sein Deck, ja. Wenn du nicht mit epischen spielst, dann komme ich vorbei. Ja, brauchst gar nicht deinen Daumen nach oben zeigen hier. Dark Knight, Clash Knight. Ach so, deswegen Clash Knight. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Wow. Wir freezen einfach mal an der Stelle, weil wir es können. Ne? So, hau drauf. Ja, schön. Los, Dark Prince. Ich glaube an dich, mein Freund. Let's go. Das ist Fabis Hehe. Das müsst ihr euch angewöhnen. Das ist einfach so. Da könnt ihr nichts gegen tun. So, wir setzen jetzt einfach mal die Witch. Kleine Bitch. Ja, Fabi, genau. Aber gegen die geballte Skeleton-Army kommst du einfach nicht an. Oh, Mann. Leute, das ist fast so gut wie Skelett-Armee. Nur das wieder. Du perverse Sau. Entschuldigung für diesen Kraftausdruck, meine kleinen Kinder, aber war das nicht ein Assi-Move? Leute, ist mal Real Talk. Ich muss den Pekka jetzt ranlassen. Nein! Pekka, hier. Hier ist ein schöner Arsch für dich. Nein, hat er jetzt nicht gemacht, ne? Naja, brauche ich gar nichts mehr ransetzen. Ach nee, das ist so unfair. Ich gehe jetzt weinen. Aber deine epischen sind einfach genauso gut wie meine, du Lauch. Okay, Leute. Oh mein Gott, da kommt einfach... Oh mein Gott, die Skeleton Army, du Sau. Halt! Boah, stehen geblieben. Alter, übertreib. Der giftet einfach gerade die... Skeleton Army ist die unnötigste epische. Noch unnötiger als der X-Bogen. Ja, genau, Alter. Ich krieg Rage noch dazu. Alles klar. Dunkler Prinz, du bist auch so badass, ne? Jetzt wäre er mal nicht frech, ne, da oben. Guckt euch mal an, wie frech der spielt. Das ist doch echt... Ne, Leute, also, meine 40 Abonnenten, ja. Findet ihr das nicht auch voll frech, wie der spielt? Prince Combo, let's go! Alter, Digga, jetzt schnetzen die aber richtig, oh mein Gott. Nein, da kommt der Dark Prince. Okay, wir machen jetzt einfach mal was ganz Lustiges, so. Okay, wir verlieren halt einfach eindeutig, ne? Double Gift! Was denn ist dein Problem? Ey, schaut euch mal dieses Zauberwerk an. Okay, Leute. Jetzt kommt das. Nur seltener Deck. Oder wir spielen einfach. Wir machen Hütten-Spam, okay? Ja, Digga, das lieben alle. Wenn ihr im Online, kennt ihr das, wenn ihr im Online spielt, ihr denkt euch nichts Böses und dann packt der Gegner eine Koboldhütte aus. Leute, das ist, ja, das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn sowas passiert. Ja. Das ist einfach so richtig geil, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist nicht geil, das ist einfach nur so geil. Weil ihr einfach euch denkt, du dreckige, das, was ich jetzt nicht sagen darf. Aber Leute, wir fordern einfach Dark. Hallo YouTube, was geht, Lars? Ist am Start. Hehe. Und ich, Idiot, lese es natürlich vor. Ja. Super. Okay, komm. Fabi, jetzt bist du soweit. Nee, warte. Ja, beeil dich doch mal. Oh mein Gott, du hast auch nur die Wächter Level 1. Ja. Okay, Leute, ich würde einfach sagen,
Wir nehmen das einfach in einer anderen Folge auf, okay? Die Folge geht lang genug, Mann. Beruhigt euch. Lasst ein Like da. Danke. Was ist grün, grün und grün? Okay, ist mir scheißegal. Leute, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das nur mit den seltenen Kämpfen schieben wir einfach in die nächste Folge rein. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Danke an Fabi. Danke, Fabi. Ich liebe dich. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö.